In diesem Video schauen wir uns an, wie man in Shopware 6 eine Zahlungsart anlegt. Wir finden die Zahlungsarten in den Einstellungen. Lass uns da mal hingehen. Und wir sehen einmal, dass die einzelnen Punkte der Einstellungen alphabetisch sortiert sind. Entsprechend sind die Zahlungsarten auch an letzter Stelle. Nachdem ich auf die Zahlungsarten geklickt habe, bekomme ich nun einmal eine Tabellenansicht der bestehenden Zahlungsarten. Wenn du eine bestehende Zahlungsart bearbeiten möchtest, kannst du das über das Kontextmenü tun, welches über diese drei Punkte erreichbar ist. Du klickst dann im Anschluss auf Bearbeiten und hast dann die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Möchtest du eine Zahlungsart löschen, kannst du das hier natürlich auch tun. Bedenke dabei aber immer, dass natürlich das Löschen einer Zahlungsart unwiderruflich ist und es daher gut überlegt sein sollte. Lass uns aber jetzt einmal eine neue Zahlungsart anlegen. Dafür gehe ich auf den Button Zahlungsart anlegen und bekomme die folgende Maske. Zunächst muss ich einmal einen passenden Namen wählen. Ich möchte gerne, dass meine Kunden bei Abholung im Geschäft bezahlen können. Also wähle ich den Namen Barzahlung bei Abholung. Im nächsten Schritt kann ich sagen, an welcher Position im Checkout die Zahlungsart angezeigt werden soll. Ich muss hier kein Feld eintragen, dann übernimmt Shopware sozusagen die Sortierung. Ich kann aber auch sagen, ich möchte, dass es die Position 1 ist. Im nächsten Schritt kann ich noch eine Beschreibung hinterlegen, die dann auch in der Storefront angezeigt wird. Habe ich jetzt noch ein Logo, welches ich in der Storefront anzeigen möchte, kann ich dies hier über die Medien auswählen oder aber auch hochladen. Wir möchten aber kein Logo hinterlegen und schließen die Auswahl. Schauen wir uns an, was wir noch einstellen können. Wir können hier definieren, ob die Zahlungsart aktiv sein soll oder nicht. Es ist natürlich besonders wichtig, dass sie aktiv ist, wenn wir sie auch anbieten möchten. Deshalb setzen wir den Haken einmal. Die nächste Option ist Zahlartwechsel nach Bestellabschluss erlauben. Was steckt dahinter? In Shopware 6 hat der Kunde die Möglichkeit, vor der abgeschlossenen Zahlung zu sagen, ich möchte noch meine Zahlungsart ändern. Das ist immer dann sehr sinnvoll, wenn jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel der Kunde sagt, ich habe mich jetzt ursprünglich für die Barzahlung entschieden, möchte aber vielleicht doch im Vorfeld lieber mit PayPal zahlen. Somit braucht der Kunde jetzt die Bestellung nicht stornieren lassen von dir, sondern kann einfach selber in seinem Kundenaccount sagen, hey, ich wechsle jetzt die Zahlungsart und mache meine Bestellung mit PayPal. Weil das natürlich jetzt in diesem Fall eine sehr sinnvolle Einstellung ist, nehmen wir diese einmal vor. Im nächsten Bereich haben wir die Verfügbarkeitsregel. Wir können ja auch über den Aktivstatus sagen, ob eine Zahlungsart verfügbar sein soll oder nicht. Das ist aber natürlich immer relativ endgültig und gilt für alle Kunden. Öfters kann es sinnvoll sein, dass ich an bestimmten Regeln abhängig mache, ob eine Zahlungsart verfügbar ist oder nicht. Und da kommt der Rule Builder ins Spiel. Mit dem Rule Builder kannst du jetzt sagen, in welchen Fällen die Zahlungsart verfügbar sein soll oder nicht. Wir möchten aber, dass die Zahlungsart für alle Kunden verfügbar ist und wählen daher keine Verfügbarkeitsregel aus. Klicken wir nun auf Speichern. Die Zahlungsart ist abgespeichert. Eine Einstellung fehlt noch. Damit wir nun die Zahlungsart auch in unserer Storefront sehen können, müssen wir die Zahlungsart den entsprechenden Verkaufskanal zuordnen. Das hat den Grund, dass es ja sehr praktisch ist, sagen zu können, dass ich in Verkaufskanal A die Barzahlung anbieten möchte, in Verkaufskanal B aber nicht. Deshalb gehen wir einmal auf unseren Verkaufskanal Bern Craft Beer, scrollen etwas nach unten und sagen, dass wir neben Nachname und Vorkasse jetzt auch die Barzahlung bei Abholung anbieten möchten. Rechts können wir jetzt auch noch sagen, ob wir Barzahlung bei Abholung als Standardzahlungsart haben möchten oder ob es Vorkasse bleiben soll. Wir belassen es mal bei Vorkasse und klicken nun auf Speichern. Das war's. Die Zahlungsart ist jetzt gespeichert und wird in der Storefront angezeigt.